Diesmal ein technischer Vortrag. Gestern war Linux Einsteiger. Heute ist schon etwas für Systemadministratoren, die etwas erfahrener sind und äh, mit verschiedenen Initialsystemen, also das, womit der Rechner hochfahren kann, ähm, traditionell Sys5-Init. Es gibt noch andere Init-Systeme wie Upstart und andere parallelisierende Demons gearbeitet haben und eine relativ neue, naja, inzwischen sind es auch schon drei Jahre, Variante, das System hochzufahren und Dienste zu verwalten, ist eben der System D. Mit dem es sehr viele Diskussionen gegeben hat, wo es richtig viel Konfrontation zwischen Linux-Entwicklern bis hin zum, zur Aufgabe des Jobs und äh, Verlassen von Arbeitsgruppen gegeben hat. Ähm, das ist also ein durchaus kontroverses Thema. Ähm, wir steigen auch so ein bisschen in die Technik ein und ich versuche zu erläutern, was ähm, das Problem ist, was einigen nicht passt oder was andere eben am System D gut finden. Ja, Defying System D, die Vortragsfolien sind auf Englisch, damit man mich später auch im Internet auf Englisch äh, renten kann und ähm, sich beschweren kann, äh, warum ich das alles völlig falsch darstelle. Ähm, aber ich äh, halte den Vortrag grundsätzlich komplett auf Deutsch. Ja, how to do wrong things the right way. Also wie man System D ähm, Entfernt, warum das eigentlich nicht richtig ist, aber wie man das trotzdem so hinbekommt, dass es im Endeffekt funktioniert, ohne dass man eine neue Distribution erfinden muss. Also, ähm, System D einzuführen und damit die äh, traditionellen Unix-Startup-Systeme von den Rechnern zu verbannen, äh, hat sehr hohe Kontroversen ähm, ausgelöst und äh, Speziell bei Distributionsbauern wie mir, die eigentlich ein sehr einfaches Startup-System äh, haben wollen. Knoppix bootet einfach nur mit äh, einem Init-Skript für die Initial Rem Disk und einem weiteren Skript für das Hochfahren. Das ist also noch nicht mal Sys 5-Init-konform, sondern das sind tatsächlich nur zwei Shell-Skripte, die das System komplett hochfahren. Ähm, bräuchte man gar kein Init-System dafür. Ähm, für mich ist System D. Immer wieder eine Herausforderung, weil es das System komplexer hat, macht, als ich es eigentlich haben will. Ähm, während dieses Vortrags äh, werde ich drei Experimente durchführen, um System D auf einer Standarddistribution loszuwerden. Ähm, wenn man die Folien zu Hause nochmal durchgeht und versucht, Schritt für Schritt das nachzumachen, wird man sich sein Linux-System definitiv zerstören. Also Warnung: don't try this at home. Äh, machen Sie das nicht nach. Es sei denn, Sie haben irgendwo noch einen Rechner übrig, den Sie neu installieren möchten, und da kann man das mal ausprobieren, wie weit man noch booten kann, wenn man Systemd entfernt hat. Ja, es war einmal. Es gab eine einfache Startup-Prozedur, eine Kernel-Option init, das unterstützen sämtliche Unix-Systeme. Die das erste Programm, was in einem solchen Unix aufgerufen wird, angibt. Init gleich und dann kann man diesen Pfad angeben. Standardmäßig ist er gesetzt auf das Programm Schrägstrich s Schrägstrich Init oder etc. Init und dieses Init-Programm fährt den Rechner dann mit Hilfe von verschiedenen Shell-Skripten nacheinander hoch. Man kann dort auch was anderes angeben. Also, wenn man Knoppix startet mit äh, Knoppix init gleich, äh, bin VI, dann startet statt einem normalen Linux nur der VI-Editor. Ja, das ist dann der einzige Prozess im System. Damit kann man Dateien editieren und zum Beispiel Passwörter zurücksetzen, ja. Denn durch diesen Editor, der dann automatisch als Root gestartet wird, ohne dass noch irgendwelche Login-Dienste laufen, kann ich dann alle Dateien im System editieren. Das ist ein netter Trick, womit man fast jedes Unix wieder zum Laufen bekommt, einfach das Init-Programm auszutauschen durch etwas, womit man das System reparieren kann. Auch ein Klassiker ist init gleich bin bash. Dadurch erhält man eine Root-Shell, ohne dass man nach einem Passwort gefragt wird. Ja, im Fall von Sys5 Init, was äh, noch vor ein paar Jahren die häufigste Variante war, wurde die Datei etc init-tab gelesen und die Programme, die dort drin standen, in dem jeweils gewünschten ähm, Zustand des Rechners, also Multi-User oder Single-User, gestartet, wobei es verschiedene Run-Level gab, die runterfahren. Run-Level 0 ist Strom aus und Run-Level 6, der Rechner macht einen Reset. Um dahin zu kommen und die entsprechenden Dienste sauber runterzufahren, gab es dafür entsprechende Einträge in der ETC in ETAP. Alles andere, alles was auf dem Rechner laufen soll, wird dann durch einzelne Init-Skripte gestartet, die traditionell in den Verzeichnissen etc init und mit symbolischen Links in rc.d drin laden. Das heißt, installiert man einen Apache Webserver, dann landet in etc .d ein Shell-Skript namens apache und in rc äh, 5.d landet äh, der entsprechende Symlink und dann fährt automatisch der Apache Server beim Neustarten des Rechners hoch. Ja, so war es Einmal. Die meisten Programmpakete installieren sich immer noch so, dass sie diese äh, traditionellen Shell-Skripte in die RC, in die Run-Level-Verzeichnisse unterbringen. Einfaches Beispiel für die ähm, EDC Init-Tab. Hier sieht man, der Rechner soll im Randlevel level 5 starten. Das ist das normale Multi-User-System, wo man in der grafischen Oberfläche ähm, Arbeiten kann. Bei Knoppix wird zur Konfiguration nur ein einziges Shell-Skript gestartet, nämlich dieses Knoppix Auto-Config bei der Systeminitialisierung, also jedes Mal beim Hochfahren. Die äh, anderen run sind hier abgeschaltet. Beim Runterfahren wird das Shell-Skript Knoppix Halt aufgerufen und beim Rebooten Knoppix Reboot. Und dieses Skript kümmert sich dann darum, dass alle Dienste sauber beendet werden. Und innerhalb von ein paar Sekunden kann sich der Rechner dann ausschalten bzw. neu starten, ohne dass langwierige Prozeduren durchlaufen werden. Auf den ersten vier Konsolen läuft eine Root-Shell ohne Passwort. Das macht dieses Bash-Login, dftty 1 bis TTY4. Und in Run-Level 5 startet wieder über ein Shell-Skript initialisiert der Grafikserver und lockt den Benutzer Knopix automatisch ein. Das ist also kein Standard-UNIX Init-Tab-Konfiguration, aber etwas, was bei Knopix bisher immer sehr gut funktioniert hat und was bis zur heutigen Version 8.2 bzw. 8.3 Immer noch funktioniert, Voraussetzung ist, dass man Sys5-Init installiert hat und nicht SystemD. Die kleinere Version, womit man zum Beispiel einen Raspberry Pi hochfahren kann, wäre diese hier für BusyBox. BusyBox ist ähm, ein monolithisches Programm, was aus vielen kleinen Modulen besteht, die ein ganzes Unix-System aufsetzen mit einem Minimum an Platzverbrauch. Damit kann man zum Beispiel auf eine Diskette oder auf eine Mini-CD mit ein paar Megabyte ein komplettes Unix installieren. Dort ist die Init-Tab etwas einfacher aufgebaut und äh, vielleicht auch Knoppix ähnlicher. Ja, mit dem Verfahren könnte man dann eben einen Schnellstart machen, innerhalb von fünf Sekunden vom Einschalten bis zur grafischen Oberfläche kommen, ähm, ohne dass zu viele einzelne Skripte durchlaufen werden. Funktioniert ziemlich gut. So, die Argumente, warum SystemD damals eingeführt wurde, wurde zum Beispiel gesagt, Sys5Init, das traditionelle Startup-System von Unix, ist alte Software. Ich bin auch alt, aber warum ist das ein Grund, jetzt was Neues einzuführen? Na gut, kann man so stehen lassen. Ähm, außerdem sei das Booten mit Shell Skripten langsam. Ja, man kann sagen, ein Shell Skript, da dieser Interpreter erstmal gestartet werden muss, ist um ein paar Millisekunden durchaus langsamer als wenn ich ein Binärprogramm starte. Ja, kann man durchaus sagen. Ähm, Einige Dinge können beim Hochfahren parallelisiert werden. Das ist ein gutes Argument. Das haben auch viele. Ähm Linux-Distributionen standardmäßig gemacht auf schnellen Datenträgern wie SSDs, wo tatsächlich relativ parallel, ohne dass sich ein Schreib-Lesekopf be äh, bewegen muss, Programme gestartet werden können, ist es deutlich schneller, wenn man die alle auf einmal startet. Allerdings muss man natürlich aufpassen, bestimmte Programme starten erst, wenn andere bereits gelaufen sind. Zum Beispiel der X-Server, die Grafikoberfläche kann erst starten, wenn die Maus, die Grafikkarte, Soundkarte und so weiter bereits erkannt wurden und die entsprechenden Treiber geladen sind. Also da da muss man hin und wieder auf etwas warten, aber grundsätzlich kann danach alles auf einmal loslaufen. Einige Standard-Services, wie zum Beispiel Syslog, Dbus und Udev, auf fast jedem Unix-System werden die verwendet. Syslog ist der Systemlocker, der protokolliert alles, was im System passiert, damit der Admin nachschauen kann, wenn es Fehler gibt, was passiert sein könnte. DEBUS ist ein Kommunikationssystem, wo Programme mit Systemdiensten sprechen können und auch überprüfen können, darf der Benutzer diese Sachen machen, die er gerade vorhat. Darf er das Netzwerk neu konfigurieren? Und äh, Udev ist der Dienst, der die Hardwareerkennung macht. Sobald ein neues Gerät eingesteckt wird, lädt Udev den richtigen Treiber und legt eine Gerätedatei an, so dass das Gerät sofort benutzt werden kann, ohne erst irgendwas zu installieren. Diese Dinger sind in jedem Standard-UNIX-System drin. Und die Idee war, lasst uns das doch einfach in einen Startup-Dienst des Systems integrieren, damit das nahtlos zusammen funktioniert und nicht ähm, irgendwelche Kompatibilitätsprobleme gibt, wenn jetzt ein einzelner Dienst abgedatet wird und es wird vergessen, die anderen ebenfalls abzudaten. Ja, also von der Idee her ist es auf jeden Fall gut. Ähm, außerdem Gibt es einige Linux-spezifische Features wie die sogenannten Namespaces, die das System sicherer machen können? Die können Verzeichnisse gegeneinander abschotten, sodass jeder Prozess nur das sieht, was er sehen darf vom System. Zum Beispiel gemeinsamer Zugriff auf das TMP-Verzeichnis ist etwas kritisch. Dort liegen viele Sockets von Programmen, die laufen. Und wenn da jeder drauf Zugriff hat, dann könnte ein Programm auf die Idee kommen, Tastatur über das X-Windows-System mitzulesen oder Trojaner könnten das System manipulieren. Das wird durch diese Namespaces verhindert, weil jeder Prozess dann nur das sehen kann, was der Administrator oder der Programmierer für diesen Prozess vorgesehen hat. Jo. Außerdem ein multivirtualisiertes Setup, das das System wirklich aus Komponenten besteht, die abgeschottet in einer Sandbox laufen können. Und dafür sei das Five Init zu allgemein gehalten. Das heißt, da müsste man für jeden Dienst, der so gesandboxt werden soll, wieder ein Shell-Skript schreiben, dieses, diese Umgebung dafür aufbauen. Das sei viel einfacher, wenn man das mit einem einzelnen Systemdienst erledigen könnte ja alles gute argumente und ähm, bei den meisten distributionen ist es heute auch drin ich habe mir jetzt mal wieder lubuntu ausgesucht damit es jetzt kein ähm, knoppix spezifischer vortrag wird und da sieht man ist der rechner jetzt mit hilfe von systemd hochgefahren also das geht ja, systemd funktioniert grundsätzlich wunderbar ähm, Ich schau mal dass ich das auf eine ordentliche auflösung kriege logge mich als user ein und habe dann meinen Desktop, auf dem ich arbeiten, Shell starten, Open Office benutzen oder irgendwas machen kann. Ja, da laufen die üblichen Systemdienste. Und äh, wenn ich dort jetzt nach Systemd suche, sieht man, da laufen schon so ein paar Dienste. Ein JournalD läuft, ein UdevD, auch als Komponente vom SystemD, ein TimesyncD, ein ResolveD, der die Namensauflösung macht. D-Bus hängt auch von System D ab, ähm, Login D, ja, ganz viele Dienste, die das System am Laufen halten. Also es funktioniert, es ist recht kohärent. Das ist allerdings schneller bootet als damals mit SES-5-Init kann ich jetzt auch durch Messung nicht belegen. Das war genauso schnell. Nur sind diese einzelnen Komponenten zwar als einzelne Programme, aber mit einer gemeinsamen Library und einer gemeinsamen Konfigurationen im ETT-Verzeichnis jetzt versehen. Insofern ist es jetzt durchaus konsistenter als vorher und wie gesagt, dieses Verfahren verwenden im Moment die gängigen Standarddistributionen. Was für den Netzwerkadministrator vielleicht auffällt, Netstat-Tulpen. Und damit man auch die Prozesse sieht, noch ein sudo davor. Müsste ich muss die Konsole noch ein bisschen kleiner machen, damit man das auch richtig ausgeben kann. sudo netstat tulpen Oh, Netstat ist gar nicht installiert. Schade, habe ich, hab ich vergessen. Ähm Gut, dann helfen wir dem ab. Wie? Ist nicht vorhanden. Ist bestimmt in Network Utils drin oder so. Naja, ähm, jedenfalls laufen einige Sockets, wo sich die systemd-spezifischen Dienste miteinander unterhalten können. Und ähm, auch da kann man sehen, das ist auch so ein integriertes Kommunikationssystem. Ähm, also durchaus nicht schlecht gedacht. So, das ist die Architektur von dem System D. Die Tabelle ähnelt schon fast dem, wie ein Betriebssystem aufgebaut ist, also mit sehr gut, sehr viel durchdachten, aufeinander aufbauenden Komponenten. Da ist einmal der Linux-Kernel. Vom Linux-Kernel benötigt der System D die Control-Groups, um Prozesse... Ähm, zusammenzufassen, kontrollieren zu können, ähm, sodass zusammengehörende Prozessgruppen ähm, separat verwaltet, beendet oder neu priorisiert werden können. Ähm, ja, Auto-FS wird nicht unbedingt benötigt. KD-Bus ähm, ist im Moment auch nicht nötig. Das Ganze läuft auch über D-Bus. d, -Bus. Ja, d -Bus wird verwendet, die LibPAM da geht es jetzt schon um benutzerauthentifizierung also welcher user mit welchem passwort darf welche aktionen durchführen ähm, capabilities werden verwendet Crypt Setup, der tcp wrapper weil auch das netzwerk wird durch, durch den systemd kontrolliert und bestimmte netzwerkaktionen gegenüber anderen prozessen abgeschottet die libaudit und die libnotify sind dort auch involviert ja, das sind teilweise standard libraries die aber jetzt in einer System D-spezifischen Version zusätzlich installiert werden oder sogar vorhandene ersetzen. Gut, dann kommen die Kernprozesse vom System D. Ähm, das ist einmal dieser Unit Manager, der sorgt dafür, wie das System hochfährt. Das wäre quasi der Teil, dieser kleine Teil ist der, der das 5-Init ersetzt. Ich weiß, ich muss im Bild bleiben. Gut. Also, das wäre der Teil, der Sys5-Init ersetzt, dieser hier. Die anderen Sachen wurden bisher von Sys5-Init nicht gemacht. Ja, das kann aber der System D halt extra und kann damit Dienste, die früher zusätzlich gestartet werden mussten, damit ersetzen. Und äh, welche das sind, sieht man hier bei Systemd Demons, der Journal D, ja, Journal, also etwas zum Lesen sozusagen, der protokolliert, was früher der Syslog D gemacht hat. Der Network D soll sich um die Netzwerkverwaltung kümmern. Tatsächlich äh, überlässt man das dann im ähm, User Space eher dem Network Manager, der dann eben eine Schnittstelle zum System D hat. Der Login D verwaltet die Sessions der Benutzer, die eingeloggt sind. Ähm, ja, und die Targets geben an, in welchem Zustand das System äh, booten soll. Das entspricht so in etwa dem, was wir bei sys 5 Init mit den Run-Leveln hatten. Ja, hier kann ich jetzt also run sozusagen Namen geben und sagen, er soll in den Multi-User-Modus oder in den Graphical-Modus ähm, und die miteinander auch geschickt kombinieren und festlegen dadurch, in welcher Reihenfolge Dienste gestartet werden. Und dann gibt es Utilities für den Administrator, der mit System Control das System starten, stoppen und einzelne Dienste standardmäßig eintragen kann. Der Journal Control ersetzt die Textdateien, wo man früher einfach nach Varlog gehen konnte und lesen, was in Messages steht. Das geht jetzt nicht mehr, weil der Autor von SystemDem sich entschieden hat, dass diese Logdateien in binärformat gespeichert werden müssen. Warum hat sich mir jetzt nicht ganz erschlossen, aber es sind keine Textdateien mehr, sondern ich muss die mit Journal Control. Auslesen, dafür habe ich bessere Möglichkeiten zu steuern, was ich bei diesen Dateien sehen will. Also da ist quasi dann noch ein Grep mit eingebaut, wo ich nach bestimmten Dingen filtern kann. Ja, Notify, also Systemnachrichten, ähm, was haben wir hier noch? Login-Control, ähm, die Verwaltung von Login-Sessions und mit N-Spawn kann man sogar Virtualisierungslösungen steuern. Ja, also ein recht komplexes Gebilde, wie man sieht, das sehr viel kann entsprechend auch groß ist, wo es früher mal möglich war, ein Debian mit 100 Megabyte zu installieren, brauche ich jetzt ein Gigabyte, weil die Abhängigkeiten von diesen ganzen wunderbaren neuen Sachen halt jede Menge neue Software erfordern, die mit in das System reingeladen werden mussten. Das ist nicht nur die Control Groups, sondern auch diese ganzen Supportprogramme, die die Systemd-Komponenten brauchen. Ja, also jede Menge Bonbons drin. Der Autor von Systemd sagt, es ist eine Suite von 69 individuellen Programmen da muss man leider sagen die sind nicht individuell sondern die hängen teilweise schon sehr stark zusammen. also nur eine komponente zu installieren, andere wegzulassen beim system d ist teilweise äußerst schwierig. das startup wird massiv parallelisiert. ja, das kann man sagen. das ist ein deutlicher vorteil gegenüber sys 5 init, wo man das manuell machen musste, also in shell skripten reinschreiben, kaufmanns und das parallel mit dem und so. Also es ging schon, aber mit Hilfe von SystemD wird standardmäßig parallelisiert. Ähm, dann Dependencies zwischen Services. Der Autor eines Programmpakets kann sagen, was muss vorher gestartet sein, damit mein Systemdienst laufen kann. Und ähm, gibt auch noch einige neue Sicherheitsfeatures wie Network Isolation, also ähm, Dinge in einem separaten, quasi privaten Netz laufen lassen. Und äh, die Sichtbarkeit nach außen einzuschränken. Ja, hier sieht man nochmal eine Übersicht über die Prozesse: LoginD, JournalD, SystemD, Dbus, Udev. Dbus und Udev ersetzen die Standard-Dbus und Udev-Dienste äh, eines Unix-Systems. Die sind zum Glück relativ autark, das heißt, die kann man auch installieren, ohne dass äh, SystemD selber installiert ist. SystemD ohne Endung macht das, was früher SysViveInit gemacht hat. Ja, der Network D soll irgendwann den Network Manager ablösen. Im Moment macht er noch nicht so viel, bietet aber eine Schnittstelle, wo man sich dranhängen kann. Ja. Gut, ja, hätte ich Netzdat installiert, hätten wir jetzt noch die Sockets von Systemd sehen können, wie sich diese einzelnen Komponenten miteinander unterhalten. Ja, und einfach um zu zeigen, ja, ich habe mich mit Systemd beschäftigt, also ich lehne den jetzt nicht irgendwie ab, weil, er, weil ich es nicht verstanden habe, sondern ich kann den auch bedienen, ich kann auch Systeme administrieren, wo System Systemd installiert ist, alles kein Problem. Ähm, hier sind die verschiedenen Möglichkeiten, die ich habe, mit System Control Dienste zu starten, zu stoppen, standardmäßig starten zu lassen, standardmäßig zu stoppen, wofür man früher das Programm ln-s, also Symlings anlegen, verwendet hat oder einfach das Skript aufgerufen hat etc.init.de Apache Stop oder Apache Start, kann man jetzt mit System Control den Dienst angeben und dann sagen System Control Enable Apache, ist dasselbe wie ln-s etc.init.de Apache etc.rc5.de Apache. Also eine Vereinheitlichung von den Unix-Kommandos, um Systemdienste zu verwalten. Um Logdateien auszulesen, das finde ich komplizierter, muss ich leider sagen. Journal Control, um sich Logdateien anzugucken. Ähm, auch frühere Boot-Nachrichten mal zu lesen, nur Kernel-Nachrichten oder nur fürs aktuelle gestartete System oder von einem bestimmten Service. Das ist wie wenn ich nach äh, SSH oder so greppe in Warlog äh, Messages. Der Journal Control macht das dann, indem ich den entsprechenden Service angebe und pickt mir dann genau die Meldungen raus. Dann gibt es verschiedene Konfigurationsdateien und das ist auch schon wieder deutlich komplizierter als mit der etc-init-Tab und den paar Shell-Skripten. Ein Target ist ein Systemzustand, der erreicht werden soll. Ein Service entspricht einem installierten Dienst oder Programm, das beim Booten gestartet, gestoppt, ähm, angehalten oder dessen Status abgefragt werden soll. Ein Socket ist ähm, ja ein Netzwerksocket, äh, so eine Art virtueller Stecker, wo sich Programme dann miteinander unterhalten können. Ähm, dann es verschiedene Konfigurationsdateien, die werden vorwiegend von Systemd-Komponenten selber verwendet, um die eigenen Serverprozesse steuern zu können. Devices, die angelegt und verwaltet werden, Mountpoints und Automounts, die System Systemd selbstständig verwaltet, der kontrolliert also auch, was im System sichtbar ist an Festplatten, an ähm, Netzwerkkomponenten und so weiter, die übers Netz reingemountet werden. Ähm, swap, der eingerichtet wird, wird über Dateien mit Endung .swap ähm, verwaltet. Pfade, die gesetzt werden müssen und aktiviert werden müssen zu bestimmten Systemzuständen. Timer, also das, was Cron und Add, diese beiden Kommandos kennt jeder Unix Admin, früher gemacht haben, die sind hier in diesem Timer drin mit der Idee, der Systemd läuft da sowieso die ganze Zeit, also kann der sich doch auch darum kümmern, Programme zu bestimmten Uhrzeiten zu starten oder anzuhalten. Ja, Snapshots, um den Systemzustand um ähm, in einem bestimmten äh, Punkt festzuhalten und diesen später wieder anfahren zu können und Slices, eine Gruppe von Prozessen, die ähm, über C-Groups kontrolliert werden. Ja und Scope, äh, um Umgebungen zu schaffen, die dann über D-Bus oder ähm, k ähm, abgefragt und verwaltet werden können. Also ist komplex. Ja, ein paar Beispiele für Systemd-Units, um anzugucken, was macht denn der Apache zum Beispiel gerade, ähm, System Control, ähm, Show x.Service, Apache.Service zeigt mir, ob der standardmäßig startet, stoppt und ob er gerade läuft. Ähm, List-Unit-Files entspricht LS-L, ETC, RC5.D, äh, äh Sternchen, zeigt mir also an, welche Dienste im System installiert sind und äh, ob die starten oder nicht. Und ähm, Daemon Reload, wenn man Änderungen durchgeführt hat, ähm, kann man damit dem System D sagen, dass er die neu einlesen soll, entspricht Init Q unter Sys5Init. Auch für die Standardkommandos Power Off, Reboot, ähm, Shutdown gibt es Äquivalente, äh, entsprechend System Control Power Off, System Control Reboot, System Control Rescue fährt den ähm, Single-User-Modus an, entspricht Init S unter Sys5Init. Neue interessante Entwicklung, Integration von zum Beispiel Docker-Containern ins System, die dann wie Prozesse gestartet werden können, ähm, virtuelle Environments mit einem einzigen Frontend managen und Systemd sozusagen als ein Allround-Linux System Management System ähm, ja, zu verwenden. Also was früher viel Geld kostete, um 5-Init-basierte so Systeme mit einem äh, GUI zu verwalten, macht jetzt der System D mit seinen paar Kommandos System Control und äh, Journal Control ähm, und ist bei jedem Unix-System dabei. Ja? Und noch vieles mehr. Mein persönliches Problem, ich brauche davon überhaupt nichts in meinem Knopfix und auch im laufenden Betrieb, wenn ich einfach nur mit dem Rechner arbeiten will bin ich eher überfordert damit, ein Kommando mit allen seinen Parametern nochmal nachschlagen zu müssen. Ich komme halt aus der System 5 Welt und natürlich kann man die Befehle aus System 5 init auch noch verwenden. Die sind gealiast unter System D, aber eben diese ganzen Zusatzfeatures habe ich bisher kein einziges Mal bei keinem Projekt wirklich brauchen können und die machen das System halt wirklich groß und die komponentenweise zu entfernen ist äußerst schwierig. Also die Special-Features habe ich bisher nicht wirklich verwenden können und äh, ich finde den Overhead von System D halt ziemlich groß. Wenn ich ein kleines System machen will, wo ich auf einen Schalter drücke und in zwei, drei Sekunden habe ich die grafische Oberfläche, kriege ich mit System D nicht hin. Um die ganzen Komponenten dort zu starten, die dann auch aufeinander warten und äh, mit Filesystem-Check oder ohne, der macht einfach zu viel. Ich muss zu viel abschalten und modifizieren, bis ich das habe, was ich mit Sys5 Init und einer Zeile etc Init Tab damals gemacht habe. Auch wenn ich ein Programm neu installiere, installiert das mir wieder sein Unit-File, startet automatisch, dann muss ich das wieder enablen oder disablen äh, oder modifizieren je nach Version. Und die Komplexität steigt halt ganz enorm. Bei Security-Audits, Security-Analysen ist es teilweise ziemlich schwer herauszufinden, welche Reihenfolge von Diensten man ändern muss, damit das System in einem sicheren Zustand hochfährt. Ja, und diese Invasion von eigentlich mit dem Startup-System überhaupt nicht zusammenhängender Desktop-Software, ähm, Ärgert mich auch, werden wir sehen, wenn wir Teile von System D nachher aus dem System chirurgisch entfernen, dass dann bestimmte Desktop-Dinge, wo man gar nicht dran gedacht hat, plötzlich gar nicht mehr gehen. Ähm, außerdem Real Hardware. Da hatte ich eine Diskussion mit dem Entwickler drüber, die mich etwas schockiert hat. Ähm, ja, ich bin halt jemand, der noch mit alter Hardware arbeitet. Ja, äh, in einigen Ländern ist es ganz üblich, dass man ausgemusterte PCs in die Schulen stellt. Die sind furchtbar langsam, also so vom Kaliber 386er mit vielleicht 128 MB RAM oder noch weniger. Da drauf läuft kein Windows, da kann man wirklich nur mit Linux arbeiten. Wenn ich da ein System D draufklatsche und die Rechner antworten nicht schnell genug und vor allem bei DVD-Roms als sehr langsame Medien. Da kann es halt passieren, wenn ich dort Dinge parallelisiere, dann ist der Schreiblesekopf von der Platte ständig am rotieren. Der versucht dann zwei, drei, vier Dinge gleichzeitig zu lesen und springt zwischen verschiedenen Sektoren hin und her. Und dann dauert eben dieses Parallelisieren auf einmal deutlich länger, als hätte ich die einzelnen Dienste hintereinander gestartet. Das müsste ich dann im System D natürlich durch entsprechende Wait for und andere Direktiven in den Unit Files unterbinden. Also als Resultat starte ich eine ganz normale Linux-Distribution mit SystemD von DVD. Ganz einfaches Szenario, ich mache eine Live-DVD, starte da ein Ubuntu von und so. Ähm, altes Laufwerk, dann kann es passieren, dass statt dass der Rechner normal hochfährt, dass der erst mal 10, 20 Minuten nur Kopfbewegungen macht. Das Laufwerk ist ständig am Rattern und es scheint überhaupt nichts mehr zu passieren. Und im System D scheinen einige Timeouts fest eingestellt zu sein. Wenn innerhalb von 120 Sekunden der gestartete Dienst sich nicht meldet, dann wird er markiert als funktioniert nicht. Dann geht es entweder mit dem nächsten weiter oder im schlimmsten Fall, wenn das ein Target war, gutet das System nicht weiter und blockiert. Es kommt auch vor, dass zwei Dienste gegenseitig aufeinander warten. Dann heißt es, der Dienst braucht den, der Dienst braucht den. Und man könnte sie parallel vielleicht starten und dass sie sich untereinander absprechen. Das funktioniert aber nicht. Und dann blockiert es und es geht dann einfach nicht weiter und bleibt hängen. Das habe ich schon öfters erlebt, auch auf dem Raspberry Pi. Finde ich sehr ärgerlich, auch wenn es nur ein einziges Mal von 100 Reboots nicht klappt, weil System D sagt, hier sind zwei Dienste, die warten aufeinander und warten und warten und erst nach zwei Minuten bootet es dann weiter, aber ohne Netzwerk. Das ist für ein Embedded-System, was immer funktionieren muss, nicht akzeptabel. Ja, also in manchen Fällen wäre ein einzelnes Skript, was Dienste einfach hintereinander startet deutlich effektiver als dieser scheduler der versucht so viel wie möglich zu parallelisieren und nach einem gespräch mit dem autor scheint es mir dass system d halt mit dem hintergrund entwickelt wurde virtualisierte systeme effizient zu verwalten auch tasks zu migrieren vom einen zum anderen system ist eine ganz tolle geschichte dass allerdings die entwickler von systemd, mit realer, langsamer Hardware gar nicht testen, das hat mich wirklich etwas überrascht. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber für mich ist eigentlich reale Hardware das, was als erstes funktionieren muss, bevor ich mir über Virtualisierung Gedanken mache. Und wenn ich nun mal einen langsamen Rechner habe und ich weiß, auf diesem langsamen Rechner startet mein Knoppix-System immer noch, dauert länger, kann vielleicht zehn Minuten dauern, bis es fährt, aber es läuft, dann weiß ich, das läuft auch auf schnellen Systemen. Ja, die system entwickler haben vielleicht etwas weniger Geduld und machen damit alles alle Tests erstmal mit einer virtualisierten Umgebung, bevor man dann vielleicht auch nochmal auf reale Hardware testet. Und das finde ich halt von System her etwas verkehrt rum. Ja, wir können das mal probieren. System D von diesem laufenden Lubuntu, was ich hier gestartet habe, einfach zu entfernen. apt remove System D. Ja, ganz naiv. Ich möchte ähm, also das Startup-System durch ein Sys5-Init austauschen. Ja, ähm, da sieht man schon mal, da werden ein paar Sachen entfernt, die ich jetzt mit System D nicht in Verbindung bringen würde. Ja, zum Beispiel die Softwareverwaltung wird rausgeschmissen. Ne, App, Demon, äh, irgendwo habe ich auch Synaptic gesehen. USB Creator, Synaptic wird hier entfernt. System D, den hatte ich angegeben, der wird auf jeden Fall entfernt, das will ich ja auch. Dann die einzelnen Komponenten von System D, auch System Sys 5. Ja, kann ich verstehen. Also wenn da Abhängigkeiten existieren mit Prozess Nummer eins, würde ich das auch erwarten, dass die weggehen. Der Update Manager ist weg, U-Disks ist weg. Das heißt, ich werde später Probleme haben, mit dem Dateimanager auf Festplatten zuzugreifen, weil dieser Dienst, der die automatisch erkennt, über, einbindet, über Debus dem Dateimanager meldet, dass hier eine neue Platte angeschlossen ist, der wird nicht mehr funktionieren. Gut, kann ich immer noch Mount verwenden. Was auch so ein bisschen ärgerlich ist, viele Sachen von äh, dem LXDE, also auch LX Session, das ist der Session Manager, der startet erst die ganze grafische Oberfläche oder so. Die sind im Anschluss auch weg. Ja, also wenn man jetzt schon drüber geredet und drüber nachgedacht hat, wird man das wahrscheinlich nicht mehr tun wollen. Ähm, auch der Network Manager verschwindet. Das heißt, so als normaler Endbenutzer ähm, mit Klick das Netzwerk zu konfigurieren, das wird dann halt auch nicht mehr gehen. Und ähm, wie das dann aussieht, einfach um es mal gesehen zu haben, ja tue, was ich sage. Ja, da kann man jetzt zugehen und zusehen, wie das System sich so langsam selber zerlegt. Auf der positiven Seite, ich habe 52 Megabyte Plattenplatz frei dadurch. Das ist nicht alles, was vom System D stammt, wird entfernt. Also einige Libraries bleiben immer noch erhalten, aber ähm, der Hauptdienst, der das System hochfährt, der ist auf jeden Fall anschließend weg. Und dann kann ich zum Beispiel ein ganz normales Sys 5 Init als Paket dazu installieren. Ja. Aber das ist schon erschreckend, ähm, was dabei alles weggeht. Ja, warum ist es so? weil viele dieser Programme mit SystemD-Komponenten verlinkt sind. Die Entwickler von Session Management haben gesehen, naja, viele Sachen, die wir früher über Policy Kit gemacht haben ähm, oder manuell durch Aufruf von einzelnen Skripten, die gehen jetzt ganz leicht mit SystemD. Also bauen wir das bei uns ein. Und ähm, beim Kompilieren kann man sich vielleicht noch entscheiden, möchte ich SystemD haben oder möchte ich wieder mein altes Verfahren haben. Nur wenn die Kompilate dann auf dem Server liegen, in der Distribution drin sind, dann hat der Benutzer eben diese Wahl nicht mehr. Möchte ich die System D-Variante oder möchte ich die, die auf traditionellem Weg das System verwaltet. Ja, und für den sieht das dann halt, wenn er versucht, System D zu entfernen, ähm, so aus, dass die Hälfte von seinem System verschwindet. Es wird hier interessanterweise auch sogar eine neue Initial Remdisk gebaut. Warum das jetzt der Fall ist, weiß ich noch nicht so genau. Denn Kernel-Module sind dadurch eigentlich gar nicht betroffen. Ja, möglicherweise gibt es eine Schnittstelle zwischen dem Init-System und der RAM-Disk, zum Beispiel beim Aktualisieren des Microcode von der CPU. Könnte sein, dass die indische RAM-Disk dafür auch eine System D-Komponente verwendet und die ist anschließend auch weg. Über den Lib System D, den wir hier oben sehen, da müssen wir auch noch mal gleich getrennt drüber reden. Der ist auch ganz interessant, der ist nämlich auch in sehr, sehr vielen Programmen mit verlinkt. Gut, das kann jetzt noch ein Weilchen dauern. Und ähm, ja. Also, Sie, Sie ahnen, was passieren wird. Nachdem, selbst nachdem ich ein neues Init-System installiert habe, es ist 5init, ähm, ich kann Shell-Skripte noch dazu installieren. Oder die nehmen, die beim ähm, ähm, System dabei waren. Also die ganzen Pakete, Programmpakete unter Debian und Ubuntu haben immer noch die alten Shell-Skripte mit dabei. Die kann man weiter übernehmen. Oder dieses Five ähm, Init eigenen installieren. Das ist eigentlich egal. Das System wird nicht mehr hochfahren. Vor allem habe ich keinen grafischen Desktop mehr, denn der hat sich eben zerlegt und deinstalliert. Ich lande im besten Fall auf einer Textkonsole, auf der ich mich vielleicht einloggen kann. Das habe ich noch nicht probiert. Ja, auf jeden Fall macht es keinen Spaß mehr mit dem System zu arbeiten und das dann wieder manuell zu reparieren, ist auch ziemlich kompliziert. Ja, wie sieht es aus? Ja, das Desaster ist vollbracht. Ja, klar, auch Reboot wird nicht mehr gefunden. Tja, was mache ich jetzt? Äh, Hardcore-Abschaltung, wie sieht es aus mit Power Off? Auch nicht ja sync sync und dann müssen wir die virtuelle maschine einfach mal so beenden und gucken ob er dann wieder hochfährt ja ich habe das system so eingestellt dass man die Bootmeldungen eigentlich sehen müsste beim Hochfahren, sofern er noch überhaupt welche von sich gibt. Was ich vergessen habe, war so das Five-Init zu installieren. Das war natürlich ein grober Fehler. Also den, den hätte ich installieren müssen. Ja, hat keiner gemerkt, aber ich kann wirklich versprechen, also man kommt nicht mehr weit. So, das habe ich kaputt gemacht. Ja, bevor ich das wieder zu, versuche zu reparieren, lösche ich mein virtuelles Image und Nehmen das nächste. Da habe ich dann wieder den Ursprungszustand hergestellt und fahre das jetzt erstmal wieder normal hoch, so wie wir es vorhin im funktionierenden Zustand mit System D hatten. Ja, Experiment Nummer zwei. Wir installieren das magische Debian-Paket No Systemd und ich garantiere, dass da keine einzige Datei drin ist. Ja, muss ich warten, bis das System wieder hochgefahren ist. Ja, das ging recht schnell. Wie gesagt, so ein System-D-System -System ist auch nicht langsamer als das 5-Init. Ein äh, bisschen zoomen, das was größer haben. Und äh, da muss ich jetzt mein magisches Paket hochladen. SCP-2022. Ich muss ja in die virtuelle Umgebung reinladen. Äh, No-System-D, speziell jetzt für Ubuntu gebaut. User at localhost soll das empfangen. Jo, ist hochgeladen. Dann starte ich wieder mein LX-Terminal. Sudo, dpkg-i, nur no Systemd Ubuntu 3. War es schon? Es ja, ist nichts passiert, nichts Böses. Der Rechner bootet auch und äh, macht nichts Schlimmes. Jetzt probiere ich nochmal sudo dpkg äh, -purge systemd. Das ist die light variante wo ich nur den Systemd selber als ein Paket entferne und äh, den Rest nicht versuche zu verändern. Äh, Abhängigkeiten, falls es welche gäbe, hätte er genannt. Und juhu, er ist weg. Es ist nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist schon mal gut. Damit habe ich jetzt das Startup-System ähm, schon mal ausgetauscht. Jetzt darf ich nicht vergessen, mein Sys5-Init zu installieren. dpkg-i ähm, sys5-init ähm, Das wird sagen, dass es noch so ein paar Dependencies gerne installiert hätte. Ja, die kann man noch mit installieren. Ähm, da müsste man aber eigentlich die Ubuntu-eigenen vorher deinstallieren. Ich mache das jetzt einfach mal mit minus minus force. Ähm, die Utilities sind ja eigentlich auch drauf. Was ähm, habe ich vergessen? Unbekannte Force-Option, Force All. So, so gut. In its -it script halt irgendein Skript, was nicht gestartet hat, sollte aber keine Rolle spielen. Reboot könnte noch funktionieren, denn der alte System D, der läuft ja auch noch. Ja, funktioniert aber nicht, weil das Reboot-Kommando ist jetzt das von Sys5Init. Das kann aber nicht mit dem System D kommunizieren. Schlecht, also sync, 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 das ist ein asynchrones Kommando, dreimal sync macht auf jeden Fall ein Sync. sudo Reboot. Minus F. Das ist die Variante, die immer funktioniert, die löst einfach den Reset des Rechners aus. So, Ubuntu hat da irgendwie so eine Warteschleife drin. Jo, jetzt wird es spannend. Ähm, auf dem ersten Screen läuft immer so ein blöder Splash Screen, der verhindert, dass ich die Bootmeldungen zu sehen bekomme. Dem kann, man, kann ich aber abhelfen, indem ich in dem Terminal-Fenster, wo ich die Virtualisierung gestartet habe, einen Send Key Control Alt F2 schicke. Damit komme ich dann auf die zweite Konsole. Ja, da passiert aber auch noch nicht allzu viel. Ich doch wieder. Auf die erste. Wo ist meine Maus? Hier, Ctrl-Alt-F1. Gut, als erstes kommt der Filesystem-Check. Der wird natürlich. Gut, wunderbar. Da bin ich im Login. Hm. Weiter geht es erstmal nicht. Schauen wir gleich mal an, warum das so ist. Kann man sehen. Ansonsten ändere ich die Farben. Das geht ja mit dem Compiz sehr gut. Ähm, da kommt schon die erste Meldung. Read-only-File-System. Also irgendwas ist schief gegangen. Ich schaue mal, was für Prozesse laufen. Ja, das sieht eigentlich recht gut aus. Wir haben Gettys. Wir haben sogar ein Policy-Kit laufen. Wir haben einen Debus laufen. Den hat es also nicht zerlegt. Das läuft sogar der Drucker-Server. Cups läuft. Sieht eigentlich recht gut aus. Mount sagt aber, dass das Wurzelverzeichnis, das dritte Zeile von unten, ist Read-only. Damit kann man natürlich nicht leben. Na, dann kann er keine Dateien anlegen, kann keine Control-Files anlegen, keine PIT-Dateien und so. Die Dienste werden dann nicht starten, vor allem der X-Server, der seine Log-Datei anlegen möchte, kann den nicht anlegen. Na, also schlecht hätte ich beim Booten dran denken müssen. Also nochmal, sudo-Reboot. Da müsste jetzt. Ähm, eigentlich das normale Reboot funktionieren. Also es ist Five Init, offenbar hat das geklappt mit der Installation. Nun muss ich noch eine Kleinigkeit ändern, damit das Wurzelverzeichnis eben auch äh, les- und schreibbar ist. So, dauert erstaunlich lange. Ja, wahrscheinlich wegen Timeouts, genau. Ja, ja, give root Password für Maintainers. So, reboot f, beschleunigen wir das Ganze. So, also was man tatsächlich noch eintragen muss, ist das... Wurzelverzeichnis muss les-schreibbar sein. Das sollte eigentlich ein Init-Skript erledigen, aber dieses init script gibt es bei Systemd in dieser Form nicht, dass es für Sys5-Init brauchbar wäre. Ähm, daher schreibe ich das einfach in den Bootloader manuell rein. So, und damit ist jetzt das Wurzelverzeichnis les- und schreibbar beim Hochfahren und muss nicht mehr separat read write gemountet werden. Gut, na, dann. Schauen wir mal, was er beim Booten macht. Das sind die normalen Bootmeldungen, also bisher noch kein Fehler passiert. Es fährt hoch, die ganzen OK-Meldungen okay erscheinen auch und ich bin eingeloggt. Ja, das einzige, was auffällt, ist dieses hässliche kleine Fenster mit dem Error zwischendrin. No session for PID 852. Warum? Der Session Manager von Systemd läuft nicht mehr. Und der wird von dieser Grafikoberfläche LXDE tatsächlich abgefragt. Das kann man auch nicht umgehen. Das ist fest einkompiliert. Äh, man müsste also LX Session ähm, einfach diese Meldung rausnehmen und neu kompilieren und ähm, ist dann eingeloggt ohne diese Fehlermeldung. So. Ja, nochmal skalieren. Zoom to fit. So too Fit, unsere Menüleiste hier unten. Was macht unser Network Manager? Wo ist der denn eigentlich? Oder wo war er? Aktualisierungen zeigt er an, Rechner zeigt er an. Ja, das kann sein, dass der nicht gestartet ist, weil er jetzt einige Dienste des System D vermisst. Also, wir haben ein halb funktionierendes Linux erzeugt. Eins, wo wir uns durchaus anmelden können wo wir auch arbeiten können, aber der Hostname ist nicht gesetzt. Auch keine IP-Route, moderne Variante, keine Netzwerkroute gesetzt. Ich komme also nicht ins Internet, muss sehr viel manuell konfigurieren. Gut, schauen wir uns erstmal dieses magische Paket an, wie das funktioniert hat, dass ich jetzt den SystemD entfernen kann, ohne dass irgendwie das System sich zerlegt hat, wie das vorhin passiert ist. System D ähm, hat ja eine neue Abhängigkeit, eine Package, eine virtuelle Package namens libpam System -d eingeführt. Die bei einigen Programmen, die haben wir alle gesehen, das waren die, die sich vorhin zerlegt und deinstalliert haben, als äh, harte Dependency einkompiliert ist. Das heißt, wenn dieses Libpem-Systemd entfernt wird und es wird automatisch entfernt, wenn ich System.d entferne, dann deinstallieren sich diese anderen Pakete eben auch. Ich brauche also einfach ein Paket, wo drin steht, dieses Paket stellt libpem Systemd zur Verfügung, ohne dass da tatsächlich irgendwas drin ist. Ja? Und genau so funktioniert das äh, die Package No System.d. Ja, wer sich mit dem Bauen von Debian-Packages ähm, auskennt, no system d Debian no system d 1.0 Debian Control, wird sich hier gleich zu Hause fühlen. So sieht die aus und da steht drin. Provides LibPam SystemD und auch SystemD selber wird als installiert markiert in der Version, die die anderen Pakete auf diesem System gerne hätten, nämlich 237.3 Ubuntu 10.3. Kann ich als Entwickler einfach so reinschreiben. Das heißt, alle anderen Pakete denken, der SystemD ist nach wie vor installiert und so kann ich ihn entfernen und ähm, habe ein, naja, zumindest teilweise funktionales System, sobald ich einen anderen... Ähm, ein anderes Initialsystem installiert habe, nämlich den Sys5-Init. Das Replaces äh, muss sein, äh, damit es keinen Konflikt gibt zwischen meinem no System D und dem Systemd. Ähm, da weiß unser Debian Package Management, dass es den alten System Systemd durch diese neue Package ersetzen darf. Konflikts habe ich jetzt nicht reingemacht. Das Konflikt hätte tatsächlich dafür gesorgt, dass alle Pakete, die den alten System D benutzt haben, entfernt wurden. Na, damit hätte ich es etwas sauberer gehabt. Tatsächlich kann ich jetzt einzelne ähm, System D-Komponenten wie die libnss-systemd und so weiter entfernen, ohne dass mein System darunter leidet. Ähm, -K -K l grep ähm, Gucken, was noch für Pakete übrig sind da haben wir die libnss systemd dpkg oder apt remove libnss systemd die libpem systemd ist auch noch drauf libpem systemd ja gut da ist er sich dass ich über die pakete die ich vorhin nicht installiert habe also machen wir es mit dpkg purge gut lassen sie sich problemlos entfernen wie man sieht ja, also damit kriege ich sehr viel äh, System D ähm, Abhängigkeiten chirurgisch aus meinem System raus das Problem bleibt bestehen bestimmte Dienste funktionieren dann einfach nicht mehr weil sie über debus keine Antwort mehr vom System D bekommen das lässt sich lösen, ist aber etwas komplizierter, indem man ein Policy-Kit installiert, was die Funktionalität, die der System die an der Stelle hatte, nämlich einfach zu sagen, hallo, ihr lieber User, ja, ich erlaube dir, das Netzwerk zu konfigurieren, in einer Konfigurationsdatei speichern. Das geht. Man kann das alte Konsole-Kit installieren. Das gibt es in Ubuntu leider nicht mehr. Aber da dort nur Config-Dateien für Debus drin sind, lässt sich das nach wie vor problemlos installieren. Vor allem, weil es ja auch keinen Konflikt mehr mit dem System.d gibt. Und damit hat man es dann tatsächlich geschafft. Also auf meinem Notebook hier laufe ich tatsächlich System.d frei. Dort habe ich die entsprechenden Policy-Files noch nachinstalliert und da funktioniert eben auch der. Network Manager ohne Probleme, zeigt mir meine WLANs an und so weiter. So, also Re Resultat von Experiment 2. Das System ist immer noch nicht wirklich gut benutzbar, aber bootet und ähm, ich kann mich auf der Grafikoberfläche einloggen. So, ja, Hauptproblem war hier eben, dass das, das Root-File-System nur read-only gemountet wurde beim Booten und das kann man beheben, indem man entweder im Bootloader einträgt, dass das Read-Write sein soll oder man stellt eine Init-Skript äh, In zur Verfügung, was erst ein Filesystem-Check macht und nachher die Root-Partition ähm, Read-Write-Mountet. Das wäre die empfohlene Methode, die dann auch Fehler reparieren kann, die bei nicht sauberem Runterfahren passieren können. So, und die Meldung haben alle gesehen, die kommen halt. Weil Programme wirklich hart gecodet, damit verlinkt sind die Fragen den System D äh, ist dieser Benutzer eingeloggt und wenn nicht dann kommt halt diese widersprüchliche Meldung dass der Benutzer eingeloggt ist aber tatsächlich nicht eingeloggt ist zumindest sagt der System D nicht dass äh, dieser Prozess ID Zugriff auf das Display hätte ja Experten können sagen das hat mit System D nichts zu tun da müssen halt die Programmautoren ihr Programm reparieren ähm, ja, andere werden sagen, naja, muss man halt einen anderen Session Manager installieren. Ja, ich sage, warum brauche ich überhaupt ein Session Management, wenn ich ein Single-User-System habe, wo nur ein einziger Benutzer drauf ist? Gut, es gibt eine Methode, die funktioniert einfacher. Die Package NoSystemD, die kann man immer installieren, die tut nichts, ja, die löscht nichts und die hat einfach nur die Abhängigkeiten vom SystemD resolved, so dass ich die anderen Pakete deinstallieren kann. sys ähm, 5 init installieren, damit ähm, ein Init-System vorhanden ist. Ähm, das mit dem Mountain der Root-Partitionen eintragen und ähm, beim, eine Sache fehlt noch, SystemD shim. Ja, diese Package, da bin ich den Systemd-Entwicklern sehr dankbar. Die startet Dienste über den D-Bus, wenn jemand danach verlangt. Ja, wenn jetzt also jemand fragt, lieber Systemd, gib mir folgende Informationen, dann werden die entsprechenden Systemd-Komponenten und das ist meistens der Systemd-Logind, der die Sessions verwaltet, automatisch gestartet und die geben dann die gewünschte Antwort. Da muss ich also an meinem System so gut wie nichts mehr ändern. Jetzt habe ich gesehen, diese Package ist aus Debian vor ein paar Wochen rausgeflogen. Ja, wie so, so ein fieser Angriff auf die Versuche, auch, System, auch ein anderes Init-System verwenden zu können. Anscheinend ist das Maintainen von dieser Package zu aufwendig oder hat zu so viele Seiteneffekte gehabt. Jedenfalls war ich mit dem Verfahren, und das wird auch immer noch von Knoppix 8.2 bis 8.3 verwendet, immer sehr zufrieden, weil nur die Dinge von System D gestartet werden, die ich wirklich brauche. Und ich kann mein Initialsystem weiter unter Sys 5 starten lassen. Ja, wenn das jetzt nicht mehr funktioniert, muss ich mir halt überlegen, ähm, entsprechend mit einer Konsole kit package die gewünschten Antworten auf den Debus zu liefern. Gut, das Experiment müssen wir jetzt nicht mehr durchführen. Ich glaube, das, das glaubt mir jeder, dass es funktioniert, ist halt, um System D sauber vom System runterzukriegen, entweder sehr aufwendig oder man muss die Distribution äh, wechseln. Ja. Es gibt äh, einige sehr zornige Systemadministratoren, die haben dann gesagt: Nee, jetzt ist aus, jetzt mache ich mein eigenes Debian ohne System D. Das Devuan ist so eins. Ähm, und dort werden auch äh, systematisch alle Packages entfernt, die irgendwas mit System D zu tun haben. So ein Hardliner bin ich nicht. Ich möchte halt einfach ein ganz einfaches System haben mit wenig Abhängigkeiten. Und wenn ich eine System-D-Komponente brauche, um einen bestimmten Dienst starten zu können, dann installiere ich die halt auch mal. Aber ich möchte das so weit reduzieren, dass das System grundsätzlich auch mit einem ganz einfachen Startup-System wie Sys5Init funktioniert. So, einige Überbleibsel, die man nicht entfernen kann vom System D, weil die als Library verlinkt sind mit Programmen. Das ist die D Login 0. Das ist tatsächlich eine binäre Systemlibrary. Wenn die nicht installiert ist, dann starten diese Dienste nicht. Dazu gehört auch der Network Manager. Ja, die muss man also installiert lassen, selbst wenn kein System D mehr drauf ist. Diese Library muss trotzdem vorhanden sein, ansonsten hat man sehr viel Arbeit, viele Pakete neu zu kompilieren. System D Journal 0, also das äh, Logging-System von SystemD, dass ähm, Netzwerkdienste ihre Nachrichten an den nicht mehr vorhandenen ähm, SystemD Journal D schicken können. Auch diese Bibliothek ist in vielen Programmen reingelinkt, die kann man auch nicht entfernen. Ja, also die beiden bleiben übrig. Ähm, um die zu entfernen, müsste ich wirklich Pakete neu bauen ja, für software, die auf bestimmte antworten von dbus wartet, zum beispiel beim desktop logout. wenn ich sage, ich möchte mich jetzt vom desktop anmelden, abmelden, das können wir hier beim noch laufenden ähm, lxde mal ausprobieren. ich klicke hier auf abmelden. Ja, und probiere mal logout. Ja, das funktioniert. das hat lange zeit nicht funktioniert, ah, nee, runterfahren wollte ich ja, nicht nur Logout. Ich wollte runterfahren. Ja, no session for pit. Also, runterfahren, abmelden. Ha, geht gar nicht. Ja, dadurch, dass er den System D nicht mehr findet, das heißt, er kriegt auch keine Antwort, darf dieser Benutzer den Rechner runterfahren, fehlt jetzt in diesem lockout Fenster der Button, wo ich den Rechner abschalten kann. Ne, vielleicht ist der ja jetzt rechts, wo dieser Schalter hier unten erscheint. Probieren wir mal den hier. Ne, auch nicht. Gleiches Fenster. Ja, also da habe ich noch ein kleines Problem. Kann ich jetzt aber umgehen, denn ich habe ja schließlich den Sys5 Init installiert und da sind meine Programme wie Poweroff drin. Und das funktioniert. Ja, damit fährt der Rechner jetzt runter. Ja, es ist schade, dass man das beim LXDE nicht. Ähm, konfigurieren kann, dass er die ganz normalen Sys5-Init-Tools verwendet, um runterzufahren. Da fehlt jetzt noch das Halt-Skript. Da hätte ich noch die ähm, Sys5-Init-Skripte installieren müssen, damit er auch tatsächlich den System-Call Power-Off ausführt. Aber zumindest mal hat er die Prozesse alle angehalten. So. Ja, die SystemD Shim Package ist also quasi so die, die, die zweite Zauberpackage, die von SystemD selber zur Verfügung gestellt werden kann, wenn man die nachträglich installiert, um ähm, recht sauber rauszukommen und Sys5Init zu installieren. Gut, Alternative. Ähm, SystemD hat selber ähm, ein Sys5Init-kompatibles Plugin. Das kann man verwenden, wenn man lieber mit den Skripten booten will dann kriegt man system d zwar nicht los aber immerhin bootet das dann wieder so wie man es aus das Five in den zeiten gewohnt ist ähm, abhängigkeiten wird man so nicht los also das ganzen Binaries bleiben installiert oder man probiert ein anderes startup system bedingt aber dass man eventuell die distribution wechseln muss oder pakete neu kompilieren ja. auch eine alternative für wirklich kleine systeme würde ich die Busybox empfehlen und dass das Five-init das was da drin ist mit einer selbstgeschriebenen init-Tab und auch da muss man dann halt alle Pakete, die sonst auf das äh, auf System-dependen ähm, neu kompilieren. Ja, also ein Linux-From-Scratch zu bauen mit Yocto geht das zum Beispiel ähm, für so kleine Embedded-Systeme wie Raspberry Pi ähm, und ähm, Single-Chip-Systeme ist das eine praktische Methode, um ein System loses System zu bekommen. Es geht auch ganz ohne, also slash Linux RC auf einer indischen RAM Disk ist einfach ein Shell Skript, was ausgeführt wird, das macht jedes Linux so. Ähm, wenn man das angelegt hat, dann wird gar kein Startup System verwendet, sondern nur die Programme gestartet, die in diesem einen Skript angegeben sind. Oder man schreibt einen eigenen Launcher. Oder das Beispiel von vorhin, Linux init gleich bin ich kenne Leute, die das tatsächlich auch benutzen, ähm, um einen Editor zu starten, statt dem Betriebssystem oder statt dem, das System hochzufahren, ähm, um Systemreparaturarbeiten durchzuführen, ähm, ist auch eine Möglichkeit. Ja, To-Dos. Also, wenn man das wirklich automatisieren will, entfernen von Systemd-Komponenten, aufsetzen eines eigenen Startup-Systems gibt noch relativ wenig, die sich damit beschäftigt haben. Wie gesagt, es gibt zu viel Hardliner in der einen oder anderen Richtung. Ja, einen sagen System D wollten wir schon immer ist die ist die Krönung der Systemadministration unter Linux, leider Linux spezifisch, also System D läuft nicht auf äh, nicht Linux Plattformen. Ähm, finden sehr gut, andere finden sehr schlecht und es gibt sehr wenige zwischendrin, die sagen, ja einige Sachen sind praktisch, aber ich würde mir es gerne aussuchen können, welche System D Teile ich verwende und welche nicht. Und da gibt es noch kein automatisches Verfahren, bestimmte Komponenten zu entfernen oder nicht. Da müssten die System-D-Entwickler wirklich selber ran und ähm, diese Abhängigkeiten etwas lockerer machen, dass äh, man Ersatzdienste installieren kann oder Schnittstellen zu den ähm, älteren traditionellen Diensten. Policy-Kit, kit, -Kit wäre so eine Variante, einfach Debus so zu konfigurieren, dass er die richtigen Informationen an Programme weiterleitet, so als kämen sie vom System-D. Ja, und da, das hatte ich schon gezeigt, ähm, temporär LibPAM System D zu behalten und System D bei Sys5Init und System D Shim zu konfigurieren und das Ganze wieder in ein Paket zu packen, was diese Dinger automatisiert. Also, Fazit, ähm, System D zu entfernen. Ähm, wenn man die Abhängigkeiten intakt lässt und wirklich nur das System D-Binary-Austausch durch Sys5Init ist wahrscheinlich die einfachste Methode, die immer noch ein bisschen manuelle Nacharbeit erfordert. Wenn man auch die SystemD-Abhängigkeiten entfernen will, mit Hilfe von dieser Package, die die automatisch resolvt, ist der Aufwand etwas höher. Und die einfachste Alternative, wenn man einfach sagt, ich mag die SystemD-Syntax nicht, ich möchte wieder wie bei Sys5Init arbeiten, dann kann man die Sys5Init-Emulation von SystemD selber verwenden, muss dann aber halt von den Paketen her bei SystemD bleiben. Ja, der Aufwand, um ein nicht System D-System zu maintainen, das ursprünglich von den Distributoren als System D-System designed ist, ist immens hoch. Es kann immer mal wieder passieren, man möchte ein Programm installieren und das beschwert sich dann, dass der System D nicht in der richtigen Version installiert ist oder dass der UDEV nicht passt oder wie auch immer. Aber da kann man auch die ähm, Autoren von ähm, System D äh, zitieren: "It will never be finished." Also System D verändert sich auch ständig, wird erweitert, hat neue Features und äh, dementsprechend müssen die Distributoren dort sowieso etwas Arbeit reinstecken, um up-to-date zu bleiben mit der Entwicklung. Und ob das mit dem System D Shim, dass der verschwunden ist, Absicht war oder nicht, das habe ich noch nicht herausgefunden. Ich befürchte nur tatsächlich, dass die nächste knopfix version noch weniger System D drin haben muss weil dieses Shim-Package eben nicht mehr da ist, wo ich einzelne System-D-Dienste ähm, on-demand starten kann. Da muss ich halt wieder ein paar Pakete mehr installieren, um deren Funktionalität zu ersetzen. Gut, Fragen.